Da besser geschwärmt hat. Er behauptete immer, er hätte dort eine Hütte mit Garten. Er ging uns zuweilen damit tierisch auf die Nerven und keiner von uns hat ihm das wirklich abgekauft. Aber wenn das stimmt, dann glaube ich, ich weiß, wo mein nächster Steckbrief sein könnte. Die Sache wird immer heißer. Bin mal gespannt, ob wir am Ende noch stehen. Dann zeig mir Bombis Stromschnellen. Sehr gut. Ich wollte immer schon mal in Abessa nach der Nadel im Heuhaufen suchen. Oh, dann machen wir das halt schnell. Die Gegend hier hat was. Aber für meinen Geschmack ist sie viel zu nah an der verdammten Stadt. Es soll Leute geben, die genau das mögen. Tja, Bombi steht auf jeden Fall auf den Mist hier. Ich wette, er ist in seiner Bruchbude da drüben. Mal sehen, was er zu sagen hat. Entzückend. Hey, hey, Bombi. Okay. Rennen wir mit dem Bombi halt schnell. Ey, warte mal. Ja? Ich suche einen Kerl namens Ray. Er ist ein Outlaw und hat meist eine ziemlich große Klappe. Du hast ihn nicht zufälligerweise in letzter Zeit gesehen? Und wenn es so wäre? Pass auf, du sagst mir besser Bescheid, wenn du den Kerl irgendwo siehst, klar? Ach, sieh mal einer an. Wen haben wir denn da? Ray, du alter Drecksack. Hätte nicht gedacht, dass du noch lebst. Ich wundere mich selbst immer wieder. Tja, ihr Schmusepüppis, dann haben wir jetzt aber ganz schön was am Hals. Ich will die Kohle für den Steckbrief kassieren und ihr wollt vermutlich Rays Haut retten. Also, wie machen wir es jetzt? Ihr habt die Wahl. Man munkelt, du hättest einen Steckbrief von Ray. Na und, was heißt das jetzt? Gib mir Rays Steckbrief und ich lass dich am Leben. Das ist ja endlich mal ein Angebot, das ich nicht ausschlagen kann. Dich zerquetsch ich! Oh, er hat sogar Mut. Aber nichts Bombiges dabei. Dein Kumpel Bombi war eine harte Nuss. Schön, dass du ihn mal kennengelernt hast, aber noch schöner, dass er jetzt keinen meiner Steckbriefe mehr hat. Noch haben wir nicht alle Steckbriefe gefunden. Wir müssen weitersuchen, bevor mich noch jemand findet, der die Belohnung einstreichen will. Was ist mit deinem alten Boss? Hast du eine Ahnung, wo sich Jackson herumtreibt? Er ist ein Hauptmann von einer großen Truppe Banditen. Sie morden und brandschatzen, was das Zeug hält. Du musst es ja wissen. Ja, aber er wechselt immer seinen Standort und ist dadurch schwer zu fassen. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass er sich im Osten von Abessa in der Nähe des Staudamms versteckt halten soll. Da ist nicht mehr viel zu holen. Ja, aber vielleicht ein schöner Steckbrief mit meinem Namen drauf. Es wird Zeit, Jackson einen Besuch abzustatten. Ja, ich weiß nicht. Wenn Jackson uns erst einmal in die Finger kriegt, dann... Stell dich nicht so an, du musst ja nicht alleine zu ihm gehen. Ah, in Ordnung. Aber stell dich auf eine fette Schlacht ein. Der Kerl ist echt gefährlich. Oh Mann, da ist er tatsächlich. Ich hab echt keine Ahnung, warum ich mich auf die Scheiße hier einlasse. Du kannst ja hier bleiben. Ich werde mit Jackson reden. Andererseits, eigentlich würde ich lieber seine blöde Visage sehen, wenn er mich sieht. Jacksons Rattenloch ist direkt vor uns. Lass uns hingehen. Interessant. Ja, dass du mich direkt in eine Mission reinziehst, auf die ich nicht vorbereitet habe. Sehr interessant. Kleiner Heiltrank, kleiner Mana-Trank. Dann gehen wir rein, Bomben. Was sind da oben für Feinde? Nichts. Wenn es Banditen sind, werden die mich sowieso sofort angreifen. Also mal schauen. Jo, was geht ab, Jungs? Ah, ein neues Gesicht. Weg. Komm an unser Feuer für ein kleines Bläuschen. Ihr baut hier Rohstoffe ab. Im weitesten Sinne könnte man es so bezeichnen, mein Freund. Im weitesten Sinne. Du hast dir das sagen? Mein bescheidener Beitrag zu unseren Unternehmungen hier ist vielschichtig. Suchst du etwas Bestimmtes? Ha, was ist das denn? Der verlorene Sohn ist zurückgekehrt? Junge, Junge, du hast ganz schön Mut, hier einfach so aufzukreuzen, obwohl du genau weißt, was jetzt passiert. Ich schätze, ich hatte Heimweh. Deine große Schnauze werde ich dir gleich stopfen, du Mistkerl. Moment, können wir nicht erst einmal...
Tja, mein Freund. Ich fürchte, aus der Sache, in die dich Raider reingeritten hat, kommst du jetzt nicht mehr raus. Doch. Auf jeden Fall. Sorry, Miss Jackson. Oder? Jo. Nette Bude hier. Bisschen eng, bisschen kuschelig. Nicht mal ein Bett. Oh, right. Jackson hätte dich wohl zu gerne am Geigenbaumeln sehen. Hast du seinen Steckbrief? Sehr gut. Der Mistkerl hat mir echt große Bauchschmerzen bereitet. Das kann ich dir sagen. Noch haben wir nicht alle Steckbriefe gefunden. Wir müssen weitersuchen, bevor mich noch jemand findet, der die Belohnung einstreichen will. Deinen alten Boss hätten wir damit abgehakt. Trotzdem wissen wir immer noch nicht, wer der eigentliche Drahtzieher hinter den Steckbriefen ist. Weißt du, wenn es Jackson nicht selbst war, dann habe ich so einen Verdacht. Ich muss dann nochmal etwas nachprüfen. Ich sag Bescheid, wenn ich etwas Neues habe, okay? Oh, passt. Okay, okay. Dann gehen wir zurück ins Lager, teleportieren und holen wir Kaya zurück, bevor ich dann endlich das machen kann, was ich will. Kann ich die Leute nicht ins andere Lager schicken? Das ist die wahre Frage hier. Jo. Ich brauche dich nicht mehr. Geh ins Lager. Geht klar. Was geht hier drüben ab? Wo ist Kaya? Alles klar, Mann. Ja? Hier hast du eine Miniatur-Elex-Batterie. Eine herausragende Erfindung des neuen Zeitalters. Manch einer würde so einiges geben, um sich diese Energie einfach einzuverleiben. Dann runter damit. Kalan, bewahre! So hatte ich das nicht gemeint. Reinste Verschwendung eines solch seltenen Fundstücks. Ich habe persönlich keinerlei Interesse an Elex. Das höre ich nicht häufig. Wir Kleriker schwören auf die Reinheit. Ich habe es bloß einmal unwissentlich zu mir genommen. Und um ehrlich zu sein, hat es mir nicht viel gegeben. So, so. Komm schon. Wie sieht's aus bei dir? Schwer zu sagen. Ich denke noch einmal darüber nach. Vieles, was ich entdeckt habe, habe ich auch verstanden. Anderes wiederum ist mir leider ein Geheimnis geblieben. Oh. Gute Arbeit, Tim. Gute Arbeit, Tim. Sehr stolz auf euch. Überhaupt du, Arcs. Weißt du so? Ja. So, trotzdem, wo ist Kaya? Hier drüben ist noch was gestorben. Wo habe ich Kaya vergessen? Kaya! Gefährten! Oh, sie ist im Lager in der Mitte. Nur der Rest des Teams nicht. Muss ich natürlich nicht verstehen. Warum der Teil meines Teams nicht im Lager der Mitte ist. Ah, nehmen wir mal. Nehmen wir mal. Mitkommen. Okay. Nehmen wir mal ihn mit. Und Pause. Wir stellen uns den Konverter her. Aber zuerst müssen wir uns mal den Weg freischließen. Mit Feuerfausten. Wir haben Arx mit uns einmal. Er hat mir schon gesagt, dass er Sand in seiner Rüstung hat. Tut mir leid. Das haben wir doch alle. Das stört doch keinen. Was für ein mächtiger Jump. Na, geht doch. Was bist du für ein kleines Viech? Okay, okay. Ja, Jumpschlag war der zweite, dritte Versuch war ein bisschen nutzlos.
Ansonsten, was ist ansonsten los? Mir gehen schon langsam die Tränke aus. Oh, bist du lebensmüde? Um den Konverter solltest du einen ganz großen Bogen machen. Mit denen ist nicht zu spaßen. Die werden dich mit Freuden filetieren. Was machst du hier draußen? Ich bin Schrottsammler. So komme ich über die Runden. Mit dieser Todesfalle vor der Nase ist das kein leichtes Leben. Und trotzdem lungerst du hier rum? Naja, ich habe ein paar Methoden entwickelt, es den bleichen Bastarden schwer zu machen. Zum Beispiel? Vor einiger Zeit habe ich das Zugangsrohr in den Kommandotrakt gefunden. Und dann habe ich mich nachts dort hineingeschlichen und radioaktiv verseuchtes Gas in das Rohr gejagt. Das war ein Fest, sag ich dir. Die Alps haben immer noch nicht herausgefunden, wie sie den Trakt säubern können. Du allein willst den Konverter sabotiert haben? Hey, für mich ist das Ding nichts anderes als ein riesiger, hässlicher Schrotthaufen. Und mit Schrott kenne ich mich aus. Aber wenn du meine Worte anzweifelst, geh doch selbst hinein und sieh es dir an. Oder warte, ich habe da was Besseres. Wie wäre es mit einer Mutprobe? Erzähl mir von deiner Mutprobe. Wusste es doch. Du bist der Richtige dafür. Hör zu. Sie sollen dort oben ein Gerät haben, das ich gut gebrauchen könnte. Es handelt sich um einen Energieverstärker. Er sieht aus wie ein kleiner Kasten. Wenn du es bis hoch in den Kommandotrakt schaffst und mir das Teil besorgst, springen ein paar Splitter dabei heraus. Damit deine Mission nicht von vornherein zum Scheitern verurteilt ist, hier noch ein kleiner Tipp. Im Fort haben wir Schutzhelme, die dich vor der Strahlung schützen können. Verstanden. Ich hab Drogen. Ja, wir kriegen eine Mission gleich dafür. Die Probe. Die zernehmen wir doch, die Alps. Ja, und wir kaschen uns. So wie dieses Tier hier. Ich komme. Will ich doch gar nicht bieten. Ein paar Mal klopfen reicht doch auch. Oh. Ich hoffe, ihr versteht den Witz nicht. Oh. Der Wachs ist gleich wieder ausgetauscht. Es pulsiert in meinen Adern. Es ist widersinnig, dass es noch Menschen gibt, die es ablehnen, von seiner Macht zu kosten. Okay, du kleiner Chunky. Oh nein, was mache ich? Ja, dieses Haus habe ich noch im Blick. Da war letztens ein haufenweise kleiner. Okay. Oh, wirklich? Okay. Muss das sein? Wow. Gute Arbeit. Gute Arbeit, Arx. Hat nur mich getroffen. Okay, na dann macht er weg. Nein, macht er nicht. Echte Arx. Oh je. Der muss doch ausgetauscht werden. Mana-Trank, den brauchen wir. Obwohl mein Mana nicht stark genug ist, dass ich mir über... Fortbewegungsmittel. Du meinst im Sir, bitte Verstärkung. Wir werden von Zivilisten quasi überrannt. Es muss einen Informanten geben. Jemand hat das Projekt verraten. Sie weigern sich zu gehen. Es kommen ständig mehr. Ach, Grumpy Arx. Ein weißer Stein. Haben wir gerade geupgradet und reingesetzt. Ja, verstehe schon. Ah, Arx wird schon richten. Genau, Arx. Ich frage mich, wofür die Menschen so etwas gebaut haben. Ein Haus ohne Wände macht keinen Sinn. Warum habe ich ihn mitgenommen? Das soll doch wieder zurück in die Küche gehen. Oh, Löffel. Brachte. Crazy Rats müssen sterben.
denn das für ein Sound? Klitscht grad. Ich krieg Regensounds rein, Gott. Im Radio rufen sie dazu auf, dass wir nicht in Panik verfallen sollen. Panik ist doch schon längst ausgebrochen. Hier ist ein riesiger Stau. Und jetzt melden sie, dass wir zur Küste sollen. Aber es geht nur zurück ins Hochland. Audio-Glitch, ich höre sie. Was sind das, die Fliegengeräusche, die auf einmal eingekickt sind? Oh, Gott sei Dank, solange es Bier noch gibt. Machtwelle verkaufe ich meistens. Egal wie gut sie wirklich ist. Ich glaube, im ersten Mal durchspielen habe ich sie auch benutzt. Weil es halt gratis gibt meistens. Ah, so ein Experte. Cool, Spielzeug-Dino. Oh. Ich brauche First Person. Okay. Ich habe mich ablenken lassen. Zurück zum Konverter. Reinstürmen und mal ein Gebiet markieren. Mit einem abgegriddeten Schwert. Jo, Jungs. Bisschen kalt hier draußen. Sehr schön. Ja. Wow. Sie haben Fackeln, die ich sowieso nie einsetze. Oh, da war doch noch wer. Dann wieder. Oh. Ja. Ja. Diese Axt wird wohl auch getauscht. Oder anderes. Elixit, ich sehe es. Oh, wirklich. 3, 2, 1, 4. Das war nichts. Dann haben sie gut versteckt im Tresor. Oh. So. 2. Okay, das erste haben wir richtig. Das zweite ist so ähnlich. 3, 1, 0. Oi, die Spur wird kälter. Haben wir 4 nicht schon gehabt? Nein, 4. Da sind wir noch gar nicht drauf gekommen. Ich glaube, das ist was ganz Kleines dann. Oh, wirklich? Noch immer nicht. 2, 3, 1. Das geht nicht. Das geht das ja nicht. War nichts. Mist. 9. Oh. Was hatten wir hier? 3. Ups. Okay. Oh. Gibt's ja nicht. Okay. 9, 2 und zum Schluss 3. 4, 6, 7, 8. Ich habe ja schon fast alles. 9 nochmal. Können ja nur 7 sein jetzt. Klobapier und kleiner wertvoller Stein. Okay. Ich sollte speichern gleich. Bevor ich da oben jetzt auf die Fresse bekomme und alles für nichts war.
Deswegen wollen sie wahrscheinlich, dass ich Magnesium-Fackeln einsetze. Ja. Ups. Nein. Ja. Oh. Sehr gut, mach das. Und eine Drohne? Nein, nichts. Dann alles so warp. Vielleicht muss ich wieder rauf, bevor ich unten mich reinhacken kann. So viel gute Loot. Mit seiner Radioaktivität. Ah, wo ist meine Suppe dafür? Gesundheit, Gesundheit, Gift, Resistenz, Resistenz, Strahlung, okay. Warte mal, hier. Mist. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt. Das geht ja gar nicht. Ich möchte einfach tasten. Ah, ja. Schaut aus, okay, nein, ich nehme keinen Schaden. 5, 7, 3, 4. 7 ist richtig, 5 ist ganz falsch. 9 ist kleiner, 7? Nein. 3, 2, 9. Geht doch. Schau. Ich warte hier lieber. Na, wenn mein Arselfleischsuppen leer ist. Ich warte hier lieber. Ich glaube, den Outlaw muss ich gleich umbringen dann. Dafür, dass er den Raum, wo ich rein will, Zeit vergiftet hat für mich. Typisch Outlaws. Ich glaube, egal wie oft ich das Spiel durchspielen werde, auf die Outlaw-Seite werde ich mich nie schlagen. So etwas wird hier nicht geduldet. Damn. Das ist neu! Was zum Teufel? War das gerade? Nette Pose Arcs. Meine Checks. Oh boy. Das habe ich gespeichert. Das war neu. Ich habe gerade meine Todesmontage abgeloadet. Diesmal geht's. Okay, sehr schön. Sehr schön. Dann nehmen wir mal die Fackel raus. Magnesium-Fackel. Hier. Schau, dass es einen großen Unterschied macht. Zu einfach. Einfach nach links und rechts fahren und fertig. Großer Lexitbeutel. Nice.
Was gibt's sonst noch hier? Mehr Drohnen. Kann sein, dass da oben noch was lebt. Ach komm, Schlüssel. Oh, oh, oh. Lebt hier noch was? Nein. Okay. Dann zu guten Loot. Jo. Da ist die gute Loot. Habe ich Plasma-Raketen gelesen? Ach, krass. Und da ist Elex, wie immer. Das muss am Tisch herumliegen. Auf Seitenrand ist auch oft noch was. Nein, das mal nicht. Okay, schnell speichern, zum Outlaw runter. Schauen, ob wir hier unten noch einen starken Gegner finden. Normal gibt es dann schon noch was. Anscheinend nicht so. Nice Blast in der Wüste ist auch ziemlich eigen. Nächste Konverter ausgeschaltet. Hab ich da drüben einen fetten Bossviech gesehen? Was war das? Wuss wurde ich. Eine kleine Hütte. Ein kleines Elex-Lager. Wir sind so Elex vollgefressen zurzeit eigentlich, dass ich das gar nicht mehr brauche. Wo ist er? Hier unten. Ah, eine kleine Hütte. Cool. Jo. Ich bin im Konverter gewesen. Was? Und du hast das überlebt? Ich habe noch nie jemanden gesehen, der lebend wieder da rausgekommen ist. Ich habe die Mutprobe bestanden. Du hast das Teil tatsächlich. Respekt. Du bist wirklich ein ganz harter Hund. Ich habe ehrlich gesagt mehr als gezweifelt. Hier, das bin ich dir schuldig. Was kannst du mir sonst über die Wüste sagen? Sie ist ein beschissener Ort. Wenn du irgendwo einigermaßen sicher pennen willst, geh ins Vor. Das ist östlich von hier. Kann doch hier sicher pennen. Richtig? Und deine Sachen klauen. Hier wird sicher gepennt, ich sehe es. Finde ich eigentlich ein ziemlich geiles Haus hier, das du dir errichtet hast. Oh. Sehr viel schick. Da hat eine kleine Oase unter sich. Gewagtes Unternehmen hier herumzulaufen. Jo. I don't give a damn. Mag die Gegend erkunden. Ich darf euch Ratten vergessen. Auf euch Ratten werde ich nie vergessen. Ja, da hat er nicht gut gelootet, wenn er das alles übersehen hat. Noch was Interessantes. Assel, okay. Assel darf leben. Nur Ratte muss sterben. Dieses Elex-Vorkommen noch. Ja, ich suche mir mal eine andere Mission aus. Kurze Pause. Überall nur Eis und Schnee. Es ist überwältigend. Das ist das Elex, das die Alps im Eispalast sammeln. Es müssen wahrlich riesige Unmengen davon sein.
Und doch haben sie eine Elex-Ader in ihrem eigenen Land übersehen. Wir werden sie finden. Es läuft wie das letzte Mal. Ich werde der Spur nachgehen und du wirst mir den Rücken frei halten, okay? Komm, ich will hier so schnell wie möglich wieder weg. Echo, gib mir ein Echo. Oh, die Musik kickt schon hin. Mal sprintet sie sogar. Da war was um die Ecke. Ratte. Was ist dein Plan, Mädchen? Einfach durchzusprinten? Yep, sie sprintet einfach mal durch. Okay. Du wirst von der Ratte verfolgt. Die Elex hat mich angelockt. Die Schwefelbrocken auch. Und der gute Becher vor allem. Wo ist er? Alles klar, Mädel? Einfach durchsprinten, doch nicht die beste Idee, ha? Wer hätte es gedacht? Oh. Da. Ah, Kaya. Bist du wieder am Verrecken? Ach. Was geht da unten ab? Ich sehe wieder was. Ist das eine Kampfmaschine? Gaia will den Selbstmord. Das ist verdammt dunkel gerade draußen. Ach, wir haben doch eh keinen Stress. Die Fackel macht nicht viel. Naja, ich habe mich letztens beschwert, dass ich so langsam war. Diesmal sprintet sie durch. Und es ist nicht besser. Oh. Ich fürchte, wir müssen da irgendwie hoch. Bleib bei mir. Wir sind nicht allein. No. Wir sind nicht allein, sagt sie, während hinter mir ein Monster steht, das mich zerlegen will. Oh je. Yeah. Gute Arbeit, Kaya. Gute Arbeit. Sie geht einfach durch. Was ist das? Oh.
Müssen wir nochmal durchrennen, Kaya? Wo habe ich den Schleimdragon hingeschickt? Ist ja egal. Ich hoffe, das war's bei den Fights da. Oh. Danke, dass du da warst. Das hätte ich nicht können. Das ist schiefgegangen, eindeutig. Du bist dein einziges Suicide Squad Card Mädel. Oh. Ich kann sogar. Ah. Das ist ja die leichteste Stufe. Guter Becher, guter Teller. Schöne Karte. Wieder ein weißer Stein. Mit dem, am meisten die weißen Steine. Okay. Meditiere. Es ist kalt. Bitter kalt. Mehr als sonst in dieser Gegend. Wir sind hier genau richtig. Irgendwo unter uns ist eine große Elex-Ader. Gib mir nur einen Moment. Ich versuche mich zu beeilen. Du trägst einen Tanktop. Natürlich ist es bitter kalt. Schau meine Rüstung an. Den kleinen Brocken kann ich nicht nehmen. Elex. Elex gibt's hier genug. Ich glaube, das ist die letzte Ader, die sie braucht. Okay, ich bin soweit. Es war nicht so leicht. Es gibt viele Störquellen in diesem Land. Aber ich denke, ich habe alles erfahren, was die Stelle hier hergibt. Was hast du herausgefunden? Ich weiß jetzt, warum das reine Elex die Lebewesen emotionslos macht. Es hat etwas mit der Gleichschaltung der Signaturen des raffinierten Elex zu tun. Es dient keinem höheren Zweck. Es ist einfach ein Ergebnis der Ordnung der Elemente, aus denen ein Elex besteht. Gleichschaltung der Emotionen also. Ja, richtig. Es ist wie beim Magnetismus. Es gibt ein natürliches Gleichgewicht zwischen synthetisch und emotional, also rein rationalen Gedanken und dem völligen Gefühlschaos. Ähnlich wie man einfaches Eisen magnetisieren kann, lässt sich auch der menschliche Geist fokussieren. Das reine, geordnete Elex verursacht eine gewaltsame Gleichschaltung der Emotionen im Körper des Konsumenten. Jemand, der diesem geistigen Druck nicht standhält, wird zum Mutanten. Ganz einfach. Kennst du noch ein Elex-Vorkommen dieser Art? Ich bin mir noch nicht sicher. Lass mich noch ein paar Tage darüber sinnieren. Ich melde mich bei dir, wenn ich soweit bin. Gefährliche Gegend. Wegen der Ja? Vielen Dank. Sehr gut. Ja. Oh, das ganze Selbstmord reinhupfen hat dich wahrscheinlich Elex-hungrig gemacht. Mana-hungrig, sorry. Nicht das gleiche. Nein, nein. Oh, wo hat sie uns hingebracht? Gefährliche Gegend. Das sagen sie doch immer. Nur gebratenes Fleisch. Denn ich kill auch keine Asseln, nur Ratten. Und die Ratten geben halt nicht das gleiche ab, was die. Und wo hat sich uns. Das ist ziemlich weit drin. Ja, gehen wir Richtung. Erzberserker. Hier. Gehen wir runter. Da ist noch ein kleiner Mutantenfight, den wir uns anvertrauen. Diesmal sollten wir die Mutanten schaffen. Und dann ist diese Episode vorbei. Der kommt schon hergerast. Krasser Typ. Geht das, ja? Von Kaya. Menschen, Unterstützung bitte. Run, boy, run. Oh, Mist. Oh. Easy. Gute Arbeit, Kaya.
bin überhaupt nicht enttäuscht. War nur die Hälfte der Gang da drüben. Aber dann haben wir den fetten mal ausgeschalten. Was sieht? Ich brauche nur dein Bett. Und der Kaya zum Kuscheln. Wo die Betten sind alle zu klein zum Löffelchen liegen. Darfst du im Nebenbett schlafen. Hat sie, glaube ich, sogar. Ohne Schlüssel wird das nichts. Ist ja auch egal. Wir gehen die nächsten Gegner an da drüben. Hier auch schlafen können. Gott, was zu's? Oh, Klobapier. Und daneben ist schon das Dixie-Klo. Hab dich nicht vergessen, Ratte. Öllampe. Auf das Klobapier. Ich habe ihnen das ganze Klobapier geklaut. Ich und Mensch. Das ist nun mal die Todesstrafe. Naja, Ölfässer explodieren, ja. Mich selber explodieren sie. Nicht auf die Ölfässer schlagen. Schon klar, ja. Das schaffst du doch wohl ohne mich. Wenn wir den Tod stellen. Den Tod stellen? Den Kill stellen. Das können wir auch zerlegen, das Teil. Wieder aufrege, dass ich zu wenig Fellasseln mitnehme. Ich glaube, das war's hier mit Feinden. Die Explosivfässer habe ich fast noch nie in dem Spiel gerade ausgenutzt. Das hätte ich mehr machen können, auf jeden Fall. Das sind die Haufenweise. Oh, Elex-Splitter einzeln aufheben, wie geil. Darauf stehe ich. Einzeln rausziehen, durchziehen natürlich auch. Ich hätte mich fast wieder hingesetzt. Typisch in diesem Spiel. So, Haken. Haken! Das kann ich, ich glaube, ich sollte gar nicht mehr alles auf mit aufnehmen und mitnehmen. Oh je. Nein. Nein, nein. Oh, verbleibende Zeit haben wir auch. Das setzt mich überhaupt nicht unter Druck. Okay, 2 haben wir schon mal richtig. Das heißt 8, 8, 2, 3. Das war nichts. Probieren wir es nochmal mit 8, 8. 8, 8, 2, 1. Ja. Auch nicht. Also da ist dann 2 zum Schluss. 7 waren wir schon knapp dran. 6, 6 hatten wir ja doch auch schon. Das war nichts. Gibt's ja nicht. Also was haben wir da gehabt? 7, 7, 2, 3.
6 und 8 hatten wir beide schon herum experimentiert. 4 hatten wir doch auch schon. Ich bin total verwirrt. Das ergibt zwar keinen Sinn, aber 4, 5. Das war nichts. Hä? Oh je. Das ist gleich Zeichen. Das hat mich bezwungen. Was ist die Lösung? Oh, 3, 3, 2, 7. Danke, Tisch. Warum hat es mir dann näher zu 7 angeschaut? Geht doch. Ich schwöre, der Safe hat mir falsche Signale gegeben. So wie die Kaya immer. Gibt mir auch immer falsche Signale. Oh, kleiner roter Stein. Da ist das Haus der Mini-Loot. Da wird auch ein Schlafsack im Bett. Ein ins Bett. Ah. Und dann haben wir schon fertig gelootet und gehen Richtung Weltenherz. Nächste Erzberserker-Mission angehen. Oh nein. Ein weiterer Tresor. Oh, der sollte leichter sein. Oh je, das ist nicht mein Hacktag. Ich habe gar nichts richtig, das kann ich gleich aufgeben. Gar nichts richtig. Das kleine ist 5 und das größere ist 2. Okay, besserer Start. Was? Geht doch. Aha. Was auch immer gerade passiert ist. I'm confused. Ein einzelnes Geschoss. Wieder Mana für Kaya. Okay. Dann sind wir hier schon gut fertig. Da haben wir doch Moni. Und ab zum Weltenherz. Ah. Weltenherz, ich komme. Ab, da doch die Regengeräusche sind da, der Regen noch nicht. Weißt du etwas über die Banditenüberfälle? Natürlich. Die Kerle sind uns in der Nacht auf den Pelz gerückt. Und hätte ich der Wachmannschaft nicht eingeschärft, aufmerksam zu sein, stünde ich jetzt nicht hier. Ich fürchte, ihr nächster Angriff steht uns bald bevor. Sie wissen jetzt, dass wir zahlenmäßig schlecht aufgestellt sind. Aber schließlich bist du jetzt hier, um uns zu unterstützen. Mhm,
Mit denen werden wir schon fertig. Natürlich. Leicht werden wir es ihnen nicht machen. Wir werden nicht umhinkommen. Verdammt, wenn man vom Teufel spricht. Da sind sie. Schnell, zieh deine Waffe. Schützt du den nördlichen Eingang. Ich übernehme den im Süden. Schnell. Können wir die Red Dead One schaffen? Habe ich den falschen Eingang unterstützt? Wurscht, ich mache ihn beide. Den schnapp ich mir. Oh, nein, 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 nein. Ach, Mist. Nur sichere Angriffe. Nur sichere Angriffe machen. Keinen Rock mehr töten. Nur sichere Angriffe. Oh, okay. So langsam reißt mir der Geduldsfaden. Was glauben diese Banditen eigentlich, wer sie sind? Keinen Funken Ehre im Leib, aber über unsere Sachen hermachen wollen, von wegen. Soweit ich das überblicke, ist ihr Anführer nicht unter den Toten. Nutzen wir also die Gunst der Stunde und holen uns das Schwein. Ich denke, bei dir ist dieser Auftrag gut aufgehoben. Ich komme nicht umhin, das Lager zu sichern, falls wider Erwarten ein weiterer Angriff erfolgt. Schleife ihn von mir aus an den Haaren hierher, wenn du nicht mit ihm fertig wirst. Hauptsache, du gehst die Sache an. Wo haben die Banditen ihr Versteck? Wenn ich mir etwas aus den letzten Angriffen zusammenreimen kann, dann muss es östlich von hier sein. Überquer den Fluss und sieh dich genau um. Je nachdem, wie sicher sie sich fühlen, mag es leicht oder schwer sein, ihnen auf die Spur zu kommen. Yep. Ich hab diesmal nicht Rock getötet. Hey. Oh, da war es dann haufenweise artlos gestorben. Gut, gut, das gefällt mir. Oh, der erste Fehlversuch war ja so typisch. Oh. Okay, machen wir das schnell noch und dann bin ich im Brett hinüber. Hier drüben. Yo, Bandits, I'm gonna be. Das ist, wo ist das bei dem Turm da oben? Hier rechts drüben waren wir schon. I'm gonna coming for US. Ich glaube bei der Turbine oben. Besser hat er keine Chance. Wo wird es den Banditen auch gleich gehen? Brauchen wir das Raptor? Wir rennen mal vorbei. Wir schaffen. Wir schaffen es. Hier. Nach einer Festung sieht es ja gerade nicht aus. Ah, ja, die haben keine Chance. Ich sehe schon. Das machst du nicht! Okay, er hat sich ein Gunfight geliefert. Besen. Den werden sie nicht mehr vermissen. Natürlich wird geschlafen.
der beste Weg, sich zu heilen. Das wird beim Fallout Let's Plays dann überaus genutzt. Da ich ja vorhabe, irgendwann einmal in der Zukunft, da ich es seit 3 Monaten schon vorhabe, ein Fallout Let's Play zu machen, New Vegas Zero Death oder ein Leben halt. Permadeath, das ist das Wort. Da wird dann nur noch geschlafen. Der Schlaf wird ausgenutzt. Obwohl, ich glaube, wenn ich zu viel schlafe, kriege ich dann auch Sachen wie Hunger und Durst zu viel ab. Vielleicht wird auch nicht übergeschlafen. So. Soll ich jetzt wieder zurück zu Meister Thorald? Nein. Da war, glaube ich, keine Schnellreisestation drüben. Nein. Gleich breiter Weg. Das Windrad ist nicht zum Klettern. Im Fight können wir uns nicht mehr. Was auch immer hinter mir ist. Es wird nicht mehr gekämpft. Es ist genug gekämpft worden. Ich glaube, der Bandit wollte nur seine Männer loswerden, der Banditenanführer. Weil die haben sowieso nur 3 oder 5 Schlafsäcke dort gehabt. Die haben wahrscheinlich vielleicht doch auch extrem gekuschelt. Komm schon, Kaya. Let's go to the Mountain Herz. Bettes Teil. Oh, das Niesen. Ja. Oh. Jo, Mann. Jetzt nimmt man diesen. Der Banditenanführer macht dir keine Probleme mehr. Gut so. Ich hätte ihn am liebsten an die Wand genagelt. Aber man hat sich ja einen Rest Menschlichkeit bewahrt. Hier, nimm das. Es entschädigt dich hoffentlich für die Sauerei. Was immer du für eine Abmachung mit Ragnar getroffen hast, meine Fürsprache hast du. Sehr schön. Und wir sind fertig hier. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.